Spektrum Virtualize von der IBM bietet verschiedene Aufstellmöglichkeiten, um Anforderungen an Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery sicherzustellen. Dazu zählen ein Standard Cluster, ein Enhanced Stretched Cluster, Hyperswap, Metro und Global Mirror, und dieser kann auch noch in einer Dreiseit-Konfiguration aufgestellt werden. Welche der Aufstellvarianten zum Einsatz kommen soll, das entscheidet sich an den Anforderungen des einzelnen Kunden. Und hier muss man unterscheiden zwischen Hochverfügbarkeit, das heißt also dem Aufrechterhalten des Betriebes so lange als möglich, und dem Disaster Recovery, welches gegebenenfalls nicht einmal synchron ist, aber dafür eine sichere, konsistente Kopie abbildet, die auch angestartet werden kann. Und dieser Schieberegler, nenne ich das mal, von HA bis DR, da muss man sich entscheiden, welche der Lösungen für einen die richtige ist. Aber alle Varianten sind mit einem und demselben Lösung von Spectrum Virtualize machbar. Einer der Aspekte, die sehr wichtig sind dabei, sind: Will man den Storage aktiv-aktiv zwischen den Standorten nutzen oder möchte man ihn aktiv-passiv nutzen? Das heißt also eine Umschaltung vorsehen. Das ist je nach Szenario möglich und entsprechend auch einzurichten. Die Entfernungen, die wir mit Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery Lösungen überbrücken können, liegen in Deutschland typischerweise bei 50 bis 75 Kilometern. Das ist eine Entfernung, die sehr häufig nachgefragt wird, insbesondere bei Industrieunternehmen. Dabei können wir alles abbilden, das heißt also sowohl Hochverfügbarkeit als auch Disaster Recovery. Bei den Hochverfügbarkeitslösungen können wir bis 300 Kilometer synchron aktiv-aktiv unterstützen. Disaster Recovery aufgrund fehlender Synchronität kann natürlich auch deutlich längere Strecken überbrücken. Da ist auch durchaus denkbar, dass man dort Ländergrenzen überschreitet oder, um das Beispiel aus den USA zu bringen, Ost-zu-West-Küste. Das Beste an Spectrum Virtualize ist, dass man das Szenario an Hochverfügbarkeit jederzeit anpassen kann. So wie sich die Anforderungen in Ihrem Unternehmen ändern, so können Sie auch die Topologie jederzeit im Live-Betrieb, das heißt mit produktiven Daten unter Last, anpassen.